Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu Starbound, zu einer neuen Aufnahmesession. Ich hatte mir ja aufgeschrieben, ich soll den Planeten erkunden, ich soll Titanium holen, Diamanten und eventuell Pixel. Inventar ist halbwegs aufgeräumt. So, erstmal Kohle beiseite, Plant Fibers, Hamburger, okay. Ja, dann gehe ich mal dem Wunsch nach. So, hier ist mein Startpunkt. Na. Alter, warum wehren die sich nicht? Na, egal. Na komm. Ups. 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 So. Oh. Wunderbar. Oh, 110 Pixel. Sehr schön. So. Ich habe mir ja aufgeschrieben, ich soll Titaniumbahnen holen, soll nach Diamant suchen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das werde ich dann jetzt auch mal machen. Werde ein bisschen den Planetenkern erkunden. So, dann natürlich noch Plant Fibers. Brauche ich ja auch. Vor allem brauche ich noch ein bisschen Leder. Damit ich mir so eine Snow Infantry Rüstung herstellen kann. Und wenn ich die dann habe, dann kann ich auch auf Schneeplaneten gehen. In Klammern hoffe ich doch mal. So. Ach, das ist Silber, okay. Habe ja jetzt nichts gegen Silber oder so, aber Diamant und Titanium, Erz, die haben da Vorrang. Da würde ich mal sagen, buddel ich mich mal ein bisschen in die Tiefe. Ah, durch den Clay, durch den Lehm. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Oh, 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 oh. Okay. Aber ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja auch mal irgendwann wieder hoch muss. Irgendwie. So. Noch mehr Wasser. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, Wahnsinn. Ich glaube, das ist Titanium, kann das sein? Ja, Tatsache. Naja, nicht viel, aber... Immerhin. Hups. Euler. Jetzt heißt nur aufpassen. Okay, die sind lieb. Anscheinend. Aber ich bin da trotzdem vorsichtig. Nicht, dass die hier auf einmal angreifen. Weil das wäre doch ein bisschen doof. Gut, ich meine, Pixel könnte ich ja zwar reichlich holen. Wir haben ja immerhin eine Raffinerie. Auf Deutsch eine Raffinerie. Aber trotzdem. Okay. Und schon wieder Giftblöre. Ich glaube, ich spinne hier. Oh. Da
gibt's Titanium. Wieder mal etwas wenig. Aber immerhin etwas. Ach, wieder die Melodie. Okay, da gibt's Gold. So, na komm. Nehme ich doch auch gerne mit. So, und zwar, ja, Thema, über was ich reden könnte. Ja, nochmal zur E3. Habe ich ja noch nicht wirklich ausführlich darüber geredet. Zu einem bin ich doch eine Antwort schuldig, meine ich, und zwar von Assassin's Creed Unity. Das Einzige, was positiv an Assassin's Creed Unity wäre, wäre eventuell ein Koop-Modus, den es anscheinend gibt. Da wird der Assassin's Creed wahrscheinlich wieder Spaß machen. Au. Aber im Großen und im Ganzen habe ich ja versucht zu erklären, warum Assassin's Creed meiner Meinung nach ausgelutscht ist. Und zwar liegt es auch daran, dass Assassinen, kommt ja von Hashishin irgendwie, soll ja in Syrien sein. Oder der Ursprung der Assassinen kommt ja aus Syrien, normalerweise. Irgendwie aus dem hinteren Gebiet. Und ich muss aufpassen. So. Und das ist meiner Meinung nach halt Assassin's Creed. Klar, das mit Italien war auch verdammt gut. Aber so richtig großartig mit Assassinen, naja. Also für mich sind Assassinen eben nur mal die aus Syrien, die wahren Assassinen. Und damit hat sie es. Also nur so kann ich halt Assassin's Creed für mich halt erklären. Wobei ich auch sagen muss, der erste Teil, klar, das mag zwar eintönig sein, die ganze Zeit immer wieder das gleiche Information beschaffen und so weiter. Aber so war das früher nun einmal das Leben als Assassine. Man hat Informationen bekommen, hat den Mord verübt, aber statt dass man weggerannt ist, ist man am Ort geblieben und hat sich dann halt niederstrecken lassen. Das sind halt für mich die wahren Assassinen. Und das mit französischer Revolution oder die italienische Renaissance ist zwar schön und gut, aber das ist nichts anderes als aufgewärmte Geschichtsstunde. Kann man sagen. Auch wenn es nie einen Ezio Auditore gegeben haben sollte. Obwohl das mit der Pazzi-Verschwörung oder, nee, Quatsch, Entschuldigung, mit der Medici-Verschwörung wirklich passiert ist. Und genauso wie beispielsweise mit dem Borgia und so. Ist echt interessant, aber für mich ist das alles nur, ja, wie soll ich sagen, aufgewärmte Geschichtsstunde. Also das kann man genauso gut auch in der Geschichtsstunde in der Schule lernen. Aber naja. Dann, was mich auch angetan hat, Battlefield Hardline, was ja wie Payday 3 sein soll. Dann eventuell Sims 4. Ja, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil es da noch keine Systemvoraussetzung gibt. Was ich irgendwie seltsam finde. Und ich es mir deswegen noch nicht vorbestellen werde. Ubisoft, ja, hat halt mit Tom Clancy's Division etwas für Verwirrung gestiftet. Weil viele haben sich eher Patriot gewünscht. Das wäre wieder ein geiles Game. Mein Steve zum Beispiel. Oh! Und noch weitere. So, nehme ich mal mit. Und ansonsten bin ich fast tot. Ansonsten, Sony hat mit seiner blutigen Konferenz, sage ich jetzt mal, richtig gepunktet. Weil da richtig böse, böse, böse Spiele angekündigt wurden. Wie jetzt, wie hieß denn das? Bloodbound. Also das wird ein ganz mieses Spiel werden. Also jetzt nicht mies von im Sinne negativ, sondern
blutrünstig. Dann, was noch? Boah. Uncharted 4 und Doom 4 sollen ja angekündigt worden sein. Da hat Steve sich natürlich besonders gefreut. Und das glaube ich ihm auch. Vor allem bei Doom 4. Da hat er sich gefreut wie so ein Schnitzel. Ist ja auch ewig lange her, weil ich meine, Doom 3 kam ja wann raus? 2002, 2003? So um den Dreh? Oder 2001? Keine Ahnung. Ich meine aber 2003. Spätestens 2004. Und damals hatte mein Rechner massenhaft Probleme, dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Weil ich selber mal spielen wollte. Und es hat selbst auf der allerniedrigsten Auflösung und niedrigste Grafikeinstellung geruckelt ohne Ende. Und jetzt halt mit einem, klar, mit einem viel besseren PC. Dass das ja alles... Oh, kein Ding mehr. Ich bin tot. Boah, das war knapp. Ich muss mich erstmal heilen. Oh, endlich mal Diamant. Naja, immerhin zwei Bollen. Aber ich brauche noch ein paar mehr. Dann habe ich 8 Diamanten für die Diamantspitzhacke. Ist zwar nicht schlecht, aber ich brauche trotzdem mehr. Oh, Pilzschicht. Oh. Alter. Säbelzahnmonster. Und das Vieh hält viel aus. So. Hat ein Monsterblade, schön. Oh, da oben gibt's Titanium. Oh, oh, tot. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sollte ich auch den Planeten wechseln. Ich glaube nicht, dass ich hier noch richtig Titanium und Diamanten finde. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Huch. 2 Diamanten. Kupfer, Gold, Silber, ein paar Titanien. Komm, schmelze ich gleich mal ein. Habe ich dann? Das ist Titanium-Bar. Okay, 51. Ich brauche aber noch ein bisschen mehr. Hat nämlich folgenden Grund. Ich will mir ja die Rüstung herstellen. Huch. Das wollte ich ja weniger. Einschmelzen. Copper-Ore. Ich schaue jetzt erstmal. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Mathematik im Kopf ausüben. Ich muss schauen. Pionier brauche ich ja, ne? Fünfundfünfzig plus 12. 67 insgesamt. Ich habe nur 63. Gucken. Ich brauche also noch.